Könnte vielleicht das hier sein. Nö. Ah, das macht einen Spaß, das kann ich euch aber sagen. Nee. Och Leute, ist das ein Scheiß. Aber wollt ihr mich hier verarschen oder was denn? Könnte das passen? Nee. Könnte das passen? Nö. Könnte das passen? Das könnte passen, ne? Dann brauchen wir hier noch was. Das sieht doch ganz gut aus. Ja. So, dann müssen wir noch hier drüben noch zusammenkriegen. Und dann sieht's doch braun aus. Schnauze-Telefon. Na. Ja, ja, das vergessen. Kann auch mir mal passieren. Du, die linke Seite sieht schon ganz gut aus. Wir müssen hier drüben mal nehmen, mal irgendwie was rankriegen hier. Stimmt schon, ne? Ja, ja, ja. Ach klar, das stimmt. Sau, Alter, das stimmt doch, ey. Hey! Mann, sind wir gut. Wir sind die Besten der Besten der Besten. Mayor Murray is stalling the Praetorians. What is he up to? Ja, ist doch gut. Ich hab wohl ein Leben bekommen. Haha. Falls ihr gehört habt. Ui, guck mal, ihr Backe, ich bin doch niedlich. Oh, toll. Da ist er. Da war ein Seepferdchen. Zurück. Wie seltsam, eine Klappe steckt in einer festen Wand. Ich untersuche mal den Bereich rund um den Spitzen. Bürgermeister Abraham Murray, Bill Murray, Gründer von King's Mars, Retter von uns allen. Treibgut oder Strandgut? Ich vergesse das selber, vielleicht ist dieser an den Strand gespülte Müll später ja noch nützlich. Ja, ich bin ein Messi. Ey, hier war doch ein Seepferdchen. Wieso ist das jetzt weg? Was haben wir denn hier? Der Zeitungsjournalist ist wegen Verbrechen gegen Bürgermeister Murray zur Fahndung ausgeschrieben. Die Redaktion des Kindmaus Couriers ist geschlossen, bis der Täter der Justiz übergeben worden ist. Ihm wird Anstiftung zum Aufstand gegen unseren Führer und Verleumdung mit falschen Anschuldigungen angelastet. Ach, wir haben wohl weitere Tapfere gegen den Bürgermeister verschworen. Na klar. Münze. Münze. Logisch. Zum Öffnen der Tür brauche ich einen Schalüssel. Brauchst du nicht. Ja, ja, das wird Redaktion der Zeitung. Eine Statue von Bürgermeister Murray, Bill Murray, der Widerling, der die Meerjungfrau entführt und den Kragen geschworen hat, auch Meerjungfrau, sie würde ewig Jungfrau bleiben. Hat ja nichts, wo man sich dran vergnügen könnte. Und herzlich willkommen zu Let's Fish. Okay, wir gehen mal vor zum Tor. Oh nein. Oh, was haben wir denn hier? Ausgangssperre. Der abscheuliche Betrug meines Prätorianers, der Diebstahl von
Kalil, Calliope und andere jüngste Ereignisse erfordern Sicherheitsmaßnahmen. Alle Bürger müssen bis auf Weiteres in ihren Häusern bleiben. Bürgermeister Abraham Murray. Okay, ich fange eine Ausgangssperre. Weil ich eine Calliope entführt habe. Okay, das schreibe ich auch, dass ich jemanden entführt habe. Das ist ganz normal, deswegen darf keiner die Wohnung verlassen. Was haben wir denn da? Oh. Toll. Ja. Oh nein! Klicke den Fisch in der richtigen Reihenfolge an. Hä? Wie jetzt? Von klein? Boah, bin ich's! Blitzschnell! Haha! Der Hebel ist noch nicht verfügbar. Alle Sensoren müssen grün. Und der Zeiger muss auf der grünen Seite sein. Jetzt. Münze. Du brauchst was anderes. Ja, du brauchst was anderes. Ja, ich weiß, du was anderes brauchst. Was haben wir hier? Das ist so für die Kohle und den Ofen zu erhitzen. Ich muss das Lager auffüllen. Klaro. Musst du. Das wirst du auch machen, das weiß ich. Oh, wir haben doch eine Münze. Münz. Aha. Es ist leer. Ich kann nichts damit anfangen, solange ich kein Benzin einfülle. Dann nimmst du am wenigsten mit! Sag nichts dazu. Kuckuck. Die Kutsche ist auf der anderen Seite. Ich werde die Entführer erst einholen, wenn ich durch das Tor breche. Yay. Okay. So was für nützlos dieses Messer. Oh, du kannst aber probieren. Es klappt aber nicht. Vielleicht mit dem Messer. Hallo. Hey. Wüsste ich doch. Ich bin sowas von gut. Mhm. Die Umrisse der Tür sind jetzt sichtbar, aber sie sind zu schwer, um sie nochmal zu öffnen. Ich muss das wohl mit Gewalt tun. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Gewalt. Okay. Gewalt. Hallo. Nein, das klappt nicht. Okay. Dann gucken wir mal auf unsere schlaue Karte. Ding. Hier können wir noch was machen. Oh, Wimmeln. Anstatt nach wimmelwilden Objekten zu suchen, kannst du auch eine Partie Mahjong spielen. Klicke hier, um einen Mahjong zu wechseln. Ich will aber nicht Mahjong wechseln. Ich will lieber wimmeln. Mann, bin ich gut. So, was brauchen wir denn alles? Schaufensterpuppenhand, Feuerzeug, Benzin, Lampenschirm. Okay, das Feuerzeug brauchen wir bestimmt. Njeps. Schaufensterpuppenhand. Wo ist die Hand? Reicht mir deine Flosse, Genosse? Ja. Und ein Lampenschirm. Ein Schlampenschirm. Oh, putzi putz. Okay. Armband. Spazierstock. Das sieht aus wie ein Spazierstock. Das ist ein Spazierstock. Rüsche, Fächer, Rüste. Bürste. Hallo, was ist das? Das war eine Rüsche. Ah. Sollen wir den Cap? Hallo? Fliege. Maus und Apfel. Maus. Wo ist die Maus? Zeig dich, Maus. Lampenschirm. So. Was war's noch? Fächer und Bürste. Fächer. Maus! Apfel. So. Fächer und Brüste. So, hier ist der Fächer. Das war noch eine Bürste. Bürsti! Hier ist eine Bürste. Und wir haben... Tere, das Feuerzeugbenzin! Dünn. So, damit können wir jetzt das Feuerzeug bestimmt auffüllen. Schlürf. Yay! Wir stecken uns ein brennendes Feuerzeug in die Unterwäsche.
Das ist ja logisch. Was brauchen wir das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was sagt's denn hier? Wie jetzt? Ich bin hier, verfügbare Aktion, gar keine. Anzünden. Warum ist das Feuerzeug? Verdammt. Verfallener Haufen, ah. Leichen pflastern seinen Weg. Ui, ein Messingseepferd. Finde Fischgeräte. Wird mal wieder irgendwas Halbes und nichts Ganzes. Stürm den Leuchtturm. Die Öffnung für den Protestmarsch gegen Bürgermeister Marys Redaktion des Kingsmouth Couriers. Ja, rebellische Bürger versuchen eine Versammlung gegen den grausamen Bürgermeister zu organisieren. Es scheint aber kein gutes Ende genommen zu haben. Ach, die Arme. Was? Zuerst muss ich die Medaillebalken und den Haken auf eine Linie. Was? Ich muss den Ring mit Schrauben befestigen, bevor ich den Haken anhänge. Ohohoho. Mhm. Naja, gut, ja. Wir haben eine Kreishälfte. Ja, die habe ich die ganze Zeit schon gesucht, die Kreishälfte. Oh, nicht gerade was. Haben wir schon die ganze Zeit gesucht. Nicht wahr? Die Kreishälfte ist nämlich ungeheuer wichtig. Das wisst ihr ja. Machen. Wir haben einen Schraubenschlüssel. Kann ich den zufällig mit dem Schraubenschlüssel verprügeln? Nö. Guck mal, eine goldene Münze. Stirb! Zünd ich dich an! Guck mal, schon eine Kreishälfte. Ah, hier müssen wir was machen. Und hier müssen wir was machen. He's gone. Ah, meine Nerven. Ich verschaffe Ihnen Zeit. Brechen Sie den Fluch. Oder etwas Kartoffelsalat, wie es dir lieber ist. Es war für mich und den Zeitungsjournalisten harte Arbeit, gegen Bürgermeister Mori vorzugehen. Wir konnten sogar ein paar goldene Fischsteine in Sicherheit bringen, mit denen man den Fischfluch aufheben kann. Man muss alle finden, um diese Räne zu befreien und den Bürgermeister zu entmachten. Sie sollten sich unser Versteck ansehen, was mich betrifft. Ich kümmere mich jetzt um mich selbst, ich meine um Murray, um unsere Fehde ein für alle Mal zu beenden. Hoffentlich bin ich stark genug wie Hulk, um Calliope retten zu können. Eine weitere Runde mit Murray überlebt er nicht. Dieses Versteck, ich muss es unbedingt finden. Komm on. Wenn das? Rebellensymbol. Wir waren schon immer richtige Rebellen. Rebell. Ah. Hui. 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 Yeah. Hä? Ah. Ich bin also nicht der einzige Person, die vermutet, dass unter der Statue etwas Verdächtiges vor sich geht. Hier geht's zur Schnellreise. Und die werden wir natürlich nutzen. Schwubbeli-schwupps. Schwubbeli-wupp-Kartoffelsuppe. Wir bauen uns eine Bombe. Wenn das jetzt explodiert, kriege ich einen kurzen Lochkrampf. Das schmurgelt weg und das war's. Ja, klar. Physikalisch leider unmöglich. Finde an Rand des Mechanismus die Steine, setze sie in die freien Vertiefungen, damit das Bild vollständig wird. Was? Okay, es könnte passen. So, was haben wir hier? Hier passen. Ups.
hier? Den das darstellen. Könnte das hier sein? Nee. Nee, das war's nicht. Ich weiß, wir müssen hier passen. Hey. Yay. Yay. Stonehenge. Und hier. Wow, sind wir gut. Das hat mich voll überfordert. Es hat mich gerade zu Tode erschreckt, das kleine doofe Elfchen. Lass es uns abstechen. Stirb, du erschreckendes Viech. Polyax vor Feuer, ne? Armes Ding, sie hat mehr Angst als ich. Vielleicht kann ich sie beruhigen. Du eine Banane zufällig ordnen weiß. Ach, der wieder. Hey, Tag, Alter. Well, well, someone new. I was getting tired of that high and mighty mare. But you see, I shouldn't talk to strangers. Davy Jones orders. So, either you give me one of those golden fish, or that's the end of our little chit-chat. Ja, ja, ein Fisch haben wir doch. A long, long time ago, when the golden age of piracy was coming to an end, the town of Kingsmouth was founded by pirates who decided to quit the trade, and who had money aplenty and families. The town, considered weird and unpleasant from the start, made ends meet, until the gathered treasures ran out. Mhm. Na, jetzt wissen wir's. Freunde.